Nochmal, wir werden demonstrieren, solange es uns gefällt. Wir glauben an die Freiheit und eine bessere Welt. Wir fordern unsere Freiheit und eine bessere Welt. Corona bringt zusammen, trotz Abstand halten und wir werden friedlich immer mehr und halten nicht den Mund. Und halten nicht den Mund. Nein, nie! Perrin Dinekli. Super, danke schön. Danke schön. Als nächstes spricht zu uns Doris. Doris ist 82 Jahre. Doris hat sich am 10. Oktober getraut, das erste Mal vors Mikro zu gehen und etwas zu sagen. Und jetzt macht sie das wieder. Liebe Mitmenschen aus Berlin und woanders, ja. Können Sie mich verstehen? Ja, mich hat die Monika eben gefragt, ob ich ein paar Worte sagen will. Ich habe also nichts aufgeschrieben. Ich rede jetzt so, wie mir das in den Kopf kommt. Zuerst habe ich mich sehr gefreut, dass Anselm Lenz gesagt hat, dass viele andere Länder unterstützt werden von unserer Bewegung. Und als ich am 30. August in Berlin auf der Demo war, da hat der Dr. Schiffmann das Deutschlandlied angestimmt. Und da kommt hier drin vor: Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Und ich habe immer gesungen: Einigkeit und Recht und Freiheit für die ganze weite Welt. Denn wir sind. Wir sind ja nicht alleine davon betroffen. Und leider überlegen die Politiker auch gar nicht, dass sie eigentlich unsere Angestellten sind. Wir bezahlen das Geld. Und wenn wir nicht da wären, dann müssten die auch mal gucken, wie sie zurechtkommen. Oder die sollten mal ein bisschen mit Hartz IV leben, dann wüssten sie, wie schwierig das ist. Ich hoffe jetzt, dass es ein bisschen schnell vorangeht. Ich möchte nämlich noch erleben, dass Deutschland frei ist von dieser Regierung. Ich habe voriges Mal schon gesagt, dass ich früher gegen Atomkraft demonstriert habe und für das Tierrecht und gegen den Vietnamkrieg und jetzt gegen Corona. Und ich bin froh, dass ich noch Flyer verteilen kann und jetzt mit euch demonstrieren kann. Ich werde auch nach Leipzig fahren. Und ich möchte auch noch mal die Leute aufrufen, die so alt sind wie ich oder jünger oder älter, dass sie auch etwas dagegen machen. Und in dem Lied gerade hieß es: Corona führt uns zusammen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich habe leider auch etliche Freunde verloren, die zu mir sagen: Du bist ja ein Corona-Verschwörer und all diese schlimmen Wörter. Und wir waren jahrelang befreundet. Und ich sehe, dass ganz viele Leute Angst haben. Und die müssten wir auch erreichen. Ich weiß nur nicht wie. Ja, ich danke, dass ihr gekommen seid. Und wir halten alle fest zusammen und machen weiter. Auf Wiedersehen! Vielen Dank.